Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren. Georg, was hast du denn da an deinem Pullover? Ah, sieht man das immer noch? Marion hat ein Tempo mitgewaschen. Ich war da gestern Abend schon stundenlang mit der Pinzette bei an diese Fusseln. Ah ja, wenn das erstmal trocken ist, kannst du wegschmeißen. Ja, das ist das ja. Nee, meine Mutter hat neulich eine ganze Schachtel Zigarillos von mir mitgewaschen. Mhm. Die ganze Wäsche sah aus wie, also, oder du und roch auch so. Hat sie denn noch dreimal gewaschen und dann klebten die Krümel aber immer noch an den Sachen. Ja, ich meine, sowas nimmt man ja auch vor dem Waschen aus den Taschen oder aus. Mhm. Marion lernt das auch nicht mehr. Ja, Moment, nur weil meine Hose auf dem Küchentisch liegt, heißt es ja wohl noch lange nicht, dass sie gewaschen werden soll. Also, bitte. Du, wenn im Feuerzeug mitwäscht, das tut sie nachher immer noch. Ja. Streichhölzer nicht. Nein. Ich habe meine Fernbedienung mitgewaschen, die ging denn noch. Und dann noch mein Handy, aber das war denn kaputt. Ist auch komisch, ne? Leute, dann guck doch vorher in die Taschen rein. Es war in Bettlaken. Kenn ich. Ich hatte neulich zusammen in Bettlaken so einen kleinen Wässchenteller mitgewaschen. Ah. Und jetzt pass auf. Dieser angetrocknete Senf. Ja. Ja, der ging ab. Und in Geschirrspüler geht er ja gar nicht ab. Ist auch komisch. In Geschirrspüler bleibt ja nach dem Spülen immer so ein gelber Rand am Teller. Ja. Und den kriegst du denn nie wieder ab. Ja, das ist wie Porzellanmalerei. Und diese kleinen schwarzen Krümel in den Gläsern nach dem Spülgang kriegst du auch nie wieder ab. Du kannst auch wegschmeißen. Ja, was aber in Geschirrspüler immer gut geht, sind Turnschuhe. Mach ich in der Waschmaschine. Ja, aber das poltert so beim Schleudern. Deshalb einfach mit der Sohle nach oben ins Gläserfach legen. Mhm. Ihr darfst aber nicht die Schnürsenkel runterhängen lassen, weil... Naja. Sag mal, geht's noch? Du, Georg, Jamie Oliver macht in Geschirrspüler ja sogar einen ganzen Lachs drin gar. Konstant bei 80 Grad. Kenn ich ja auch. Hab ich ja auch probiert. Ne? Aber der ganze Fisch war hinterher zerfetzt. Die Haut hing runter bis in den Besteckkorb rein. Und die Gräten lagen in der Gliese. Und dann schmeckte das auch noch nach Spüli. Udo, vorher in Folie. Also, wo bin ich hier eigentlich gelandet, du? Was macht der Rätsel, Franz? Ich brauch noch Mineralprodukt mit 6 Buchstaben. Ja, Selter. Ah, stimmt.